herzlich willkommen am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft beim digitalen Salon, der zusammen mit der Kooperative Berlin organisiert wird, zum schönen Thema Beep, 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 wir haben uns alle lieb, und es geht nicht um Kinderreime beim Essen, sondern es geht heute Abend um Sex mit Maschinen, um Sex mit Sexrobotern. Und zuallererst lässt sich mal sagen, dass Sex mit Maschinen nichts Neues ist, sondern diese Idee und dieses Bedürfnis gibt es schon seit der Antike oder vielleicht auch noch viel älter, seit den Ägyptern. Und ja, die Idee, dass eben technisch unterstützte Selbstbefriedigung oder Sexualspielzeuge eine wichtige Rolle in unserer Kultur spielen, die ist eigentlich nichts Neues. Aber an dieser Frage der Sexroboter, die in den letzten Jahren immer populärer geworden sind, entfachen sich gerade so ein bisschen die Geister, und man muss da fragen, warum. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Grund ist, dass es dabei nicht um ein neues Spielzeug geht, sondern für viele um das Ersetzen des Menschen durch eine Maschine beim Sex. Und ja, wie gesagt, darauf sind die Reaktionen so divers, wie man sie sich nur vorstellen kann. Von der FDP gab es eine Anfrage an die Bundesregierung, ob man nicht demnächst Sexroboter auf Rezept bekommen könnte, und wie die Regierung dazu steht, ist noch nicht ausgehandelt. Auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel die Professorin Kathleen Richardson, die eine Kampagne gegen Sexroboter gestartet hat, weil sie sagt, dass es dabei allein um die Degradierung der Frau als Objekt gehe. Und zwischen diesen Extremen entwickeln sich ziemlich viele neue Fragen und Thesen, um die es heute Abend hier gehen wird. Also zum Beispiel ist mir die These begegnet, dass durch Sexroboter möglicherweise in menschlichen Beziehungen der Sex nicht mehr so wichtig sein könnte. Dass es also da dann eher um Kommunikation gehe, weil ja jeder dann seinen Sexroboter für den Sex hätte. Ich wage das zu bezweifeln. Oder man könnte sich auch fragen, gibt es bald sowas wie Eifersucht auf Sexroboter? Ich habe mich auch gefragt, werden Menschen, die mit Robotern Sex haben, eigentlich besser im Bett oder schlechter? Weil man könnte für beides Argumente finden. Einerseits könnte man sagen, jemand, der das erste Mal mit einem Roboter erlebt, hat vielleicht dann mehr Übung. Andererseits könnte man sagen, geht es beim Sex im Ideal nicht so immer um Wechselseitigkeit, und verlernt nicht jemand, der mit einer Maschine interagiert, auf den anderen zu achten? Und naja, da kommt dann schnell zu der Frage, gibt es eigentlich Sexroboter, die auch Orgasmen vortäuschen können? Und wie wichtig wird das in Zukunft, dass also diese Wechselseitigkeit simuliert wird? Und dann kommt man ziemlich schnell auch zu ethischen Fragen. Zum Beispiel zu Fragen wie, dürfen eigentlich Sexroboter beliebig aussehen? Wie ist es zum Beispiel mit Sexrobotern in Kindergröße? Sind da die Grenzen des Ethischen erreicht oder eben nicht? Und auch dazu gibt es sehr unterschiedliche Meinungen, wenn man sich in der öffentlichen Debatte damit auseinandersetzt. Genau, und damit kommen wir eigentlich zu der grundlegenden Frage, sind Sexroboter tatsächlich sowas wie Stellvertreter für menschliches Interagieren, und müssen also dadurch alle Interaktionen mit diesen Robotern auch in unserer Gesellschaft akzeptabel sein, oder gelten allein die Regeln der Fantasie? Und ich glaube, diese Frage ist noch nicht ganz ausgehandelt. Im Moment, und das lässt sich nicht ignorieren, ist der größte Teil des Marktes auf einen männlichen Kunden ausgerichtet. Ungefähr 10-15% bei der Firma Realbotics steht im Moment im Verkauf, also aus dem Verkauf von männlichen Sexrobotern. Und da stellt sich auch die Frage, sind Frauen daran irgendwie nicht interessiert oder ist ihnen das zu teuer? Also so ein Roboter kostet schon so zwischen $10,000 bis $18,000, wenn man ihn in der AI-Variante, also ob ich da von AI reden würde, ist noch die Frage, aber sagen wir mal in der Variante, die mit einer App kommt, über die man dann bestimmte Verhaltensweisen simulieren kann. Ist das für Frauen einfach kein attraktives Geschäft? Oder zeigt sich daran ein grundlegend verzerrtes Bild der Geschlechterrollen beim Sex? Und ich möchte enden, also mit diesen Thesen, mit einer Bemerkung, die ich ganz klug finde, von Eva Illus, die bei uns auch in der Redenreihe war. Weil sie hat eher etwas allgemeiner gesagt, dass sie das Gefühl hat, dass Technologie, und damit meint sie nicht nur Sexroboter, sondern auch sowas wie Tinder, wo Technologie also als Teil unserer Interaktion rund um Beziehungen wichtig wird, dass diese es schwieriger macht, die Einzigartigkeit von dem anderen zu sehen. Und das finde ich einen sehr interessanten Gedanken, den ich der Runde gerne für den Abend mitgeben wollte, und freue mich sehr auf die Diskussion. Viel Spaß. Theresa, vielen Dank. Ich befürchte, dass wir nicht alle Fragen heute Abend glasklar klären und beantworten können. Aber vielleicht geben wir ein paar Richtungen vor oder Denkanstöße. Ihr seht, wir haben umgeräumt. Herzlich willkommen.
Wir hatten ja schon lange Zeit den Stuhl für euch vorgesehen, also für den Input aus dem Publikum. Jetzt sind wir euch sozusagen noch ein bisschen näher gerückt und hoffen, das trägt dazu bei, dass ihr Lust habt, euch zu uns zu setzen und zu sagen, was ihr denkt zu den Themen. Das muss gar nicht unbedingt Bezug nehmen zu einem, was wir bis dahin so schon aufgeworfen haben. Vielleicht seid ihr ja mit eigenen Ideen oder Erfahrungen hergekommen. Dann teilt die bitte mit uns. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Katja Weber, moderiere den Abend und habe auch noch ein Zitat mitgebracht. Maschinen sind das, was wir aus ihnen machen, sagt die britische Computerwissenschaftlerin Kate Devlin. Das gilt auch für Maschinen, die für Sexualität oder Intimität eingesetzt werden. Wir sind, glaube ich, ganz oft heute Abend dabei, dass wir sagen, was ist denn jetzt was? Was ist denn Intimität? Was ist denn Sexualität? Digitale Technik hat diese Bereiche, wenn wir die jetzt mal so ein bisschen opak lassen, auf jeden Fall verändert. Wir können ferngesteuerte Vibratoren einsetzen in der Fernbeziehung. Wir können das nächste Date oder den nächsten One-Night-Stand per App abmachen. Theresa hat es erwähnt, in der VR sexuelle Abenteuer erleben oder aber, und da versuchen wir uns heute ein bisschen mehr drauf zu kaprizieren, Sexroboter einsetzen zur Triebabfuhr. Klingt futuristisch, ist es aber nun wirklich gar nicht. Du hast es erwähnt, Theresa, die Geschichte von menschgemachten, menschenähnlichen ist uralt. Ich weiß gar nicht, ob man da den Anfang so richtig rausfipsen kann, womöglich so alt wie die Menschheit. Und die entsprechenden Roboter gibt's bereits. Roxy von True Companion wird beworben mit dem Spruch, immer erregt und jederzeit bereit zu reden oder zu spielen. Und wo wir schon beim Reden sind, ich will euch auch noch sagen, ist ja vielleicht auch für den einen oder die andere nicht unwichtig, wir werden gestreamt live. Und wer uns da sieht, herzlich willkommen. Wir nehmen eure Eingaben auch sehr gerne über Twitter entgegen. So, wir wollen sprechen über Sex mit oder in der Maschine mit drei Menschen, die sich auf ganz unterschiedliche Weise, glaube ich, mit dem menschlichen Erleben von Sex oder Erotik beschäftigen. Rainer Ahlisch ist da, neben ihm würdet ihr sitzen, so ihr nach vorne kommt. Er ist Sexual- und Humanwissenschaftler an der Charité und hat mich ein bisschen verwirrt, als ich ihn nämlich gegoogelt habe, um ein bisschen mehr zu erfahren, weil ich dachte, okay, ist jetzt irgendwie nicht so ein gängiger Name, aber wie viel Rainer Ahlischs gibt es denn in Berlin? Ich habe dann gemerkt, ist doch nur einer, aber mit einem ziemlich breiten Portfolio. Also er gibt die Zeitschrift Sexologie heraus, das ist im Untertitel die Zeitschrift für Sexualmedizin, Sexualtherapie und Sexualwissenschaft, hat Theologie, Philosophie und Soziologie studiert, hat einen Lehrauftrag am OSI, da dann eher als Politikwissenschaftler. Da las ich dann, er beschäftigt sich mit Flusser, mit Heidegger, mit Nationalsozialismus und Theologie. Und dann habe ich auf der FU-Seite aber auch gelesen, politische Philosophien des digitalen Kapitalismus. Und ich glaube, da kommen wir ins Gespräch. Herzlich willkommen. Corinna Rückert, fand ich auch. Corinna Rückert hat angewandte Kulturwissenschaft studiert. 2000 und ich glaube dann so ziemlich früh eigentlich in dem Diskurs, den wir seither haben, zum Thema Frauenpornografie gearbeitet und promoviert und dann das Angewandte aus angewandte Kulturwissenschaft wörtlich genommen oder ernst genommen, selbst ein Porno gedreht und mehrere erotische Romane veröffentlicht. Vielleicht reden wir da noch drüber. Meine erste Begegnung mit dir war ein Taz-Doppel-Interview mit dir und deinem Sohn. Und ich habe es heute noch mal geguckt, 2010, wo es darum ging, der Sohn so pubertant, was weiß ich, 15, 16, guckt Pornos. Die Mutter weiß es natürlich und macht es aber nicht, wie Mütter das jetzt mal unterstellt gemeinhin tun. So Kinderzimmertür zu und wir reden da nicht drüber, sondern ist sehr explizit in den Dialog gegangen mit dem Sohn, der damit auch gar kein Problem hatte und sagte, ist manchmal so ein bisschen nervig, aber geht so im Großen und Ganzen. Hatte mich total beeindruckt damals. Und Tobias Platte ist da und bei dir habe ich wesentlich weniger rausbekommen. Also gelernter Banker, wenn das stimmt, was ich so an verschiedenen Enden zusammen recherchiert habe. Dann im Bereich E-Sports unterwegs, oder? Stimmt es? Zum Teil auch, ja. Und zauberhaft wäre es mit Mikrofon, dann hören es auch die Leute im Stream. Ja, auch zum Teil. Und auch zum Teil, okay. Und jetzt bist du Chef von Memento 3D. Das ist ein Unternehmen, das Avatare baut, mit denen ihr, wenn ihr es wollt, und ich vermute vor allen Dingen, wenn ihr ein Mann seid, auf der VR-Plattform VRX City 6 haben könnt. Klingt ein bisschen kompliziert, erklären wir gleich. Vorher würde ich euch alle gerne mal so der Reihe nach fragen, wer braucht Sexroboter? Wozu sind sie gut? Oder falls ihr defizitorientiert seid, wozu taugen sie nicht? Also, Ladies first oder Male first, keine Ahnung.
Ja, also du hast ja vorhin so schön Triebabfuhr gesagt. Also ich würde die Sexroboter in den Bereich der sexuellen Fantasie verordnen. Also dass das ist im Grunde genommen nichts anderes ist als Pornografie, nur eben umgesetzt in eine reale Möglichkeit der Interaktion. Aber ja, insofern Triebabfuhr im Sinne von sexuelle Fantasien zu erfüllen und die ausleben zu können. Also ein etwas subjektiverer, erlebnisorientierterer Zuschnitt von Pornografie. Ja, eine weitere Spielart sozusagen, die die bisherigen pornografischen Möglichkeiten erweitert. Mhm. Geht ihr mit oder gibt es Widerspruch eurerseits? Also wenn ich darf, ja, ich würde deine Meinung hundertprozentig teilen. Es ist eine Bereicherung oder eine zusätzliche Möglichkeit, seine Befriedigung zu bekommen. Ich sehe es jetzt aber auch so, dass es halt nicht nur für Männer ist, sondern genauso auch für Frauen in dem Bereich. Kommen wir bestimmt noch drauf zu sprechen. Teilst du die Definition von Corinna Reiner? Ich denke, man muss sich erstmal drüber unterhalten, was man unter Sexualität versteht. Wenn ich das jetzt aus einer klinischen Perspektive oder sagen wir aus der Perspektive der Sexualwissenschaft, so wie sie hier am Institut vertreten wird, bestimmen würde, würde ich sagen, man unterscheidet oder man kann drei Bereiche unterscheiden. Der eine Bereich ist der Fortpflanzung, der zweite Bereich wäre der Lust, der ja schon zur Sprache kam, und der dritte Bereich ist der Beziehung. Mhm. Und wenn es um die Beziehungsebene geht, würde ich sagen, sind die gegenwärtigen Formen von virtuellem Sex oder wie immer man das auch bezeichnen mag, untauglich. Das heißt, ich denke, für heute Abend können wir den ersten Bereich Fortpflanzung außen vor lassen. Genau. Wir sind ja keine Pandas. Genau. So, und die zweiten Bereiche, schätze ich, da werden wir uns noch dran abarbeiten. Genau. Die vermischen sich recht deutlich. Wir müssen uns, Tobias, glaube ich, mal genauer angucken, was du machst. Das werden nicht alle wissen. Ich wusste es auch nicht. Meine Kurzzusammenfassung, oder wie ich es verstanden habe, ihr fragt Pornodarstellerinnen wie Michaela Schäfer, ob ihr nach ihrem Abbild einen Avatar fertigen lassen dürft. Das wird dann gemacht mit 1000 Kameras, dann wird halt so wie bei Pixar Studios oder so eine Figur daraus entworfen. Und du musst uns jetzt sagen, was kann und was macht dieser Avatar und wo macht er das? Also ich weiß, ihr habt ja noch einen kurzen Film vorbereitet, den können wir gleich uns auch mal anschauen. Also wir arbeiten mit Erotik- und Pornodarstellerinnen sowie Darstellern zusammen, erstellen digitale Avatare von denen, indem wir sie einscannen. Das sind Full-Body-Scanner, mit denen wir sie ja, jeden Quadratzentimeter des Körpers hundertprozentig nachbilden. Die bekommen von uns ein wenig künstliche Intelligenz, wenn man das als Intelligenz bezeichnen kann, und werden dann, stehen als Actor in unserer, ich sag's jetzt mal Game, weil es auch eine leichte Gamification beinhaltet, bereit, um Fantasien zu befriedigen. Das heißt, man kann sich Damen oder Herren aussuchen und sagt, okay, ich möchte jetzt anfangen mit einem Blowjob, dann bekommt man erstmal den Blowjob. Geht dann weiter zu den ganzen Fragen, Sachen, was man möchte. Das Besondere bei uns halt ist, es ist nicht wie im derzeit aktuellen Pornobereich ein Film, der einfach nur abläuft und man hat den vorgegebenen Ablauf. Nein, man selber ist ja auch Actor und bestimmt den Ablauf der Szene, was da passiert. Okay. Das heißt, wie frei ist das? Also kann ich mir alles ausdenken oder habt ihr 3 oder 10 oder 50 Pfade für mich ausgelegt, auf denen ich so lang latsche? Also wir entwickeln so gut wie alles, was im Bereich der Sexualität möglich ist oder der Befriedigung, nennen wir es mal so rum. Aber es ist natürlich ein horrender Aufwand. Jede einzelne Bewegung, jede einzelne Sache wird ja live auf den Rechnern oder auf den Computern berechnet und muss umgesetzt werden und von uns vorher vorgegeben werden. Das heißt, wir fangen mit den üblichen Stellungen an und entwickeln immer weitere, neuere Möglichkeiten. Aber im Endeffekt kann man nachher alles das machen, was man gerne möchte. Okay, das kann man Sutra hoch und runter. Ja. Also da hätte ich gleich mal die Frage, wie funktioniert dann diese Interaktion? Also läuft das über Sprachsteuerung oder wie sage ich, also wie weiß der Avatar, was er machen soll oder sie? Vielleicht sollten wir erstmal die technische Umgebung definieren. Wenn man mit unseren Avataren spielen möchte, sage ich mal, muss man eine VR-Brille aufsetzen, braucht einen guten Computer, der auch eine vernünftige Grafikkarte hat, um die ganzen Darstellung auch berechnen zu können, weil unser Ansatz ist hauptsächlich,
dass wir in realistischen Umgebungen absolut hundertprozentige Nachbildung der Person wir im realen Leben auch haben. Das heißt, wenn man die Brille aufhat und den Avatar vor einem stehen sieht, sieht er so aus wie im Original. Und wenn man ganz dicht rangeht, sieht man jede Pore, jede Falte, jedes Pickelchen, was in dem Moment der Aufnahme auch vorhanden war. Okay, jetzt glaube ich, sehe ich hier ausreichend Fragezeichen über euren Köpfen. Was redet der Mann? Wie geht das? VR-Brille wisst ihr. Und den Rest gucken wir uns jetzt in Auszügen an. Das wäre jetzt natürlich die statische Variante, aber gleich bewegt es sich auch noch. Das geht auch sofort an, da wir anders als wir bei Filmen auch tatsächlich uns davon bewegen können. Man ist nicht fixiert auf eine Position, sondern man geht darüber oder in eine andere Richtung oder besucht sich eine andere Position aus und es funktioniert immer noch. Die Technologie, die wir einsetzen, die hat es so noch nicht gegeben. Wir sind Pioniere. Wir waren noch die ersten auf der Welt, die Motion Capturing Studios, da wo normalerweise James Bond und so weiter die Special Effects gemacht werden, die da echten Sex auf der Bühne aufgenommen haben, damit wir die Bewegung nicht comichaft haben, sondern damit wir die echten Bewegungen, wie es in Wirklichkeit aus, auch digital verarbeiten können, um halt das, dem realistischen Gefühl nach oben zu kommen. Wir wollen so realistisch wie möglich sein und wir wollen das Ganze so ausgerichtet haben, dass es sich im Endeffekt nachher wie das echte Erlebnis anfühlt. Ja, wie ihr seht, bin ich in einer Kabine mit 150 Kameras, bin gerade auf 360 Grad Affinitätoren und ihr könnt mich bald auf WeAreXCD sehen und dort mal erleben. So, Bussi. Teleportation, was ihr schon alles könnt, Wahnsinn. Echter Sex wurde mehrfach betont, findet da statt. Würdest du das hier auch so sagen und mit Blut unterschreiben? Na, da müsste man jetzt überlegen, was ist wirklich echter Sex? Ist echter Sex nur mit Personen, mit Frauen oder auch schon die Selbstbefriedigung zu Hause? Ja, würde ich sagen, ist es auch. Aber worauf ich anspiele, ist die Berührung. Wir sehen da ja diese Patschehände, aber das ist ja kein taktiles Empfinden, das ich dann habe, oder doch? Momentan ist die Technologie noch nicht so weit oder noch nicht so serienreif, dass man ein wirkliches Empfinden in den Händen hat. Man hat zwar Vibrationen in den Controllern oder ähnliches und kriegt auch ein bisschen Feedback von dem, was man im virtuellen Raum macht. Aber es ist natürlich klar, Haut fühlt sich irgendwie anders an. Mhm. Wir haben auch schon in London mit verschiedenen anderen Herstellern gesprochen und Bodysuits angehabt. Das heißt, das sind so eine Vollkörperanzüge mit haufenweise Sensoren, Luftdruck und verschiedenen anderen technischen Möglichkeiten drin. Das heißt, wenn die Frau dir über den Arm gestrichen hat in der Virtualität, hast du es auch hier gespürt. Oder hast in der Virtualität irgendeinen schweren Gegenstand hochgehoben? Hast du gedacht, du hast wirklich einen schweren Gegenstand in der Hand? Also technische Möglichkeiten gibt es, aber die sind lange noch nicht serienreif. Mhm. Ich hatte eigentlich eine Frage für dich vorbereitet, Corinna, aber weil ich dein Stirnrunzeln sah, würde ich dich bitten, das zu verbalisieren. Na, wir hatten ja eben auch schon die Fragestellung, also was das weibliche, also die weibliche Fantasiegeschichte irgendwie da drin ist oder inwieweit Frauen da mögliche Kundinnen sein könnten dafür. Und also bei dem, was wir gerade gesehen haben, tauchte für mich schon sofort der Hinderungsgrund auf, warum das schwierig sein wird, da also ebenso viele Frauen wie Männer dafür zu begeistern. Wieso denn? Also wir haben ja, natürlich ein weibliches Model gesehen. Nee, nicht deswegen, sondern also einmal diese abgehackten Hände, die da reingehen ins Bild, dann diese komischen technischen Dinger, die man in der Hand haben muss, um sich bewegen zu können. Das wirkt auf mich alles sehr unsexy. Und das, was man da ja machen kann, ist letztlich, dass ich also einen virtuellen Pornofilm so gestalten kann, also dass halt die Pornodarstellerin in dem Moment halt genau das macht,
was ich mir wünsche und ich nicht darauf angewiesen bin, dass der Regisseur meine Wünsche vorher irgendwie mit eingedacht hat. Insofern ist das jetzt, finde ich, ein sehr schönes Beispiel dafür, dass es eben eine Form von Weiterentwicklung der pornografischen Möglichkeiten ist, also was wir jetzt da gesehen haben. Und da ist es ja eben auch so, dass wir also wissen aus der, also auch aus Umfragen und sowas, dass halt Frauen sehr viel störanfälliger sind, was also Störungen der erotischen Fantasie irgendwie anbelangt. Was heißt das, störanfälliger? Naja, dass eben sowas wie das jetzt mit den abgehackten Händen, bei mir geht dann sofort irgendwie, da geht einfach dann in Gedanken los, oh Gott, irgendwie, ne? So, also störanfälliger im Sinne von, ich kann mich dann gar nicht mehr auf die Nacktheit konzentrieren, weil ich jetzt gerade die abgehackten Hände im Kopf habe. Mhm. Und da wissen wir, dass also die männliche Sexualität eben etwas zielorientierter funktioniert. Ob das nun genetisch oder kulturell bedingt ist, sei mal dahingestellt. Aber also das ist, glaube ich, schon ein Punkt, der also hier so einen Unterschied irgendwie darstellt. Interessant wäre es jetzt, wie geht es jetzt mit den Robotern weiter? Jetzt haben wir natürlich Glück, dass wir einen Sexualwissenschaftler da haben, der uns da gleich einordnen kann und sagen kann, es gibt eine männliche und weibliche Sexualität, die sind so grundverschieden oder aber nicht. Ich muss sagen, ich kenne jede Menge Freundinnen, die kriegen Hausfall, wenn sie solche Thesen hören und sagen, das stimmt überhaupt nicht. Na, ich glaube, einen Unterschied gibt es erstmal dahin, dass männliche und weibliche Erregung anders funktionieren. Also Männer haben den Vorteil, dass sie Orgasmen in einem ganz simplen Sinne eigentlich nicht erlernen müssen. Also das ist ein vergleichsweise einfacher Vorgang, als Mann erregt zu werden. Das ist vom organischen und vom psychischen her vergleichsweise simpel. Während Frauen müssen an dieser Stelle einen Lernprozess durchmachen. Das heißt, die müssen sich in einem viel stärkeren Maße ihren Körper und ihre Fähigkeit zum Orgasmus, zur Erregung aneignen. Und sie haben von daher auch ein ganz anderes Störungsspektrum. Mhm. Nicht? Und das daraus resultiert dann wahrscheinlich auch dein Hinweis, das ist mir eher fremd. Mhm, okay. Also das heißt, an der Stelle wird wahrscheinlich, wenn man das technisch umsetzen wollte, eine Hürde zu überwinden sein, die einiges in sich hat. Okay, das ist jetzt quasi das wissenschaftliche Unterfutter zu dem, was du eben sagtest, Corinna. Ich wollte, ihr alle wurdet ja gebeten, im Vorfeld von der Redaktion uns drei Sätze zu vervollständigen. Und das war auch sehr ergiebig in diesem Falle, funktioniert nicht immer so super. Und du, Corinna, hast den Satz, Beziehungen mit Avataren oder Robotern zu führen, wird in Zukunft, Pünktchen, 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 weitergeführt mit, wird eine Variante von vielen Möglichkeiten sein. Mehr ändert sich nicht. Also einfach just another option? Naja, wir haben gesehen, dass letztlich also die, also ich übertrage, sagen wir mal, immer diese Erkenntnisse und also auch wissenschaftlichen Auseinandersetzungen, die wir ja seit Jahren zum Thema Pornografie haben, auf dieses Thema, weil wir da schon sehr viele Erkenntnisse gewonnen haben, die möglicherweise auch gelten für diese neuen Variationsmöglichkeiten. Und auch da haben wir gesehen, dass die Möglichkeit der Pornografie und auch die Freigabe der Pornografie keine grundlegende Veränderung der menschlichen Beziehungsfähigkeit nach sich gebracht hat. Also es hat weder erhöhte Sexualstraftaten gegeben, es gab am Anfang einen kurzen Rückgang und dann war es wieder auf einem normalen Niveau in Anführungsstrichen. Also es hat keinen Einfluss gehabt, also weder auf sexuelle Straftaten noch auf die Fähigkeit oder die Wünsche, irgendwie Beziehungen zu führen und auch nicht auf das, auf die Art und Weise, wie wir Sex haben, weil Menschen in der Lage sind sagen wir mal so, die allermeisten Menschen, die normal sozialisiert sind, also die in einem gesunden Rahmen, sagen wir mal, sozialisiert sind mit liebevollen Eltern und einer durchschnittlich Kindheit mit vielen Auf und Abs, sind in der Lage, eine soziale Kompetenz zu entwickeln. Und die erstreckt sich eben auch darauf,
eine digitale Welt von einer realen Welt zu unterscheiden. Das heißt also, ein Mensch ist in der Lage zu unterscheiden, ist das jetzt ist das ein Porno, was ich mir angucke, oder ist es realer Sex? Und ein Mensch ist auch in der Lage, sich eine Spielart in einem Porno anzugucken, ohne die zwangsläufig sofort in der Realität ausüben zu müssen. Also wir können das. Also so sind wir auf dem weiten Feld der Medienkompetenz. Rainer, du hast auch einen Satz vervollständigt. Du hast ja auch eben schon mal die unterschiedlichen Varianten von Sexualität oder die unterschiedlichen Ebenen von Sexualität auseinanderklamüsert. Und du hast den Satz, Sexroboter werden die Sexualität der Menschen folgendermaßen vervollständigt, werden also die Sexualität der Menschen, sofern diese Sexualität auf eine Beziehungsbedürftigkeit des menschlichen Zusammenlebens abhebt, nur rudimentär abdecken können. Da sind wir wieder bei der Beziehungsebene, die du eben angesprochen hast. Geht es bei dem, was wir gesehen haben, um eine Beziehungsbedürftigkeit? Nicht? Doch? Also ich denke, man muss noch mal ein bisschen ausholen. Man muss die Sache etwas konkreter verorten. Ich will mal bei der Einführung ansetzen. Da fiel ja der Name Eva Illusch. Mhm. Und Eva Illusch ist ja dafür bekannt und berüchtigt, dass sie sowas wie eine Langzeitperspektive in unsere Beziehungsebene legt. Also sozusagen von der Romantik bis in den Neoliberalismus. Und was sie feststellt, ist, dass wir zwar die Beziehungsbedürftigkeit haben, aber dass die Erfordernisse des Neoliberalismus auch diese Beziehungsebene sozusagen bestimmen. Und was sie also feststellt, ist, dass Beziehungen ökonomisiert werden. Und das ist natürlich ein Eingriff in die Beziehungsfähigkeit, wenn ich sozusagen mich permanent auf den Prüfstand fühle, der nicht unbedingt dazu führt, erfolgreich zu sein. Das, was dann sozusagen in einer virtuellen Realität angeboten wird, kann man also auch als Reaktion auf dieses Dilemma verstehen. Also man muss ja das Gesamtpanorama denken. Wir diskutieren oder wir bewegen uns ja nicht in einem luftleeren Raum, sondern das hat einen gesellschaftlich konkreten Hintergrund. Und der Hintergrund ist, das ist Tobias' Geschäftsmodell. Es ist ein Geschäftsmodell, das ich für ausgesprochen erfolgreich halte. Und den Pessimismus, der hier aufkommt, dass das nicht richtig funktionieren könnte, den teile ich nicht. Also wir sind ja sozusagen an einer Entwicklungsstufe, also Punkt Null im Grunde genommen. Nicht, wenn man das 10 Jahre weiterdenkt, an die Möglichkeiten des Ausbaus von Rechnerkapazitäten, an die Möglichkeiten, also das auf eine Cyborg-Ebene zu verlagern, dann bin ich da grenzenlos optimistisch. Mhm. Nicht, aber optimistisch jetzt im Sinne, dass es technisch möglich ist oder optimistisch? Genau. Ach so, okay. Und das auch optimistisch, was das den Outcome gesellschaftlichen anbelangt? Benefit betrifft? Es wird unsere Menschlichkeit überformen. Nicht die Frage, die wir diskutieren müssen, ist, ob wir das wollen oder nicht. Tobias, willst du das oder nicht? Klares Ja. Ja gut, ich würde jetzt eigentlich gerne nochmal auf den Beziehungsakt eingehen, weil wir müssen schon ganz klar unterscheiden zwischen Befriedigung und einer richtigen Beziehung. Und ich sehe momentan auch technisch noch nicht die Möglichkeiten, dass eine künstliche Intelligenz, dass man mit einer künstlichen Intelligenz eine Beziehung führen kann. Weil eine KI ist zweckgebunden. Das heißt, sie befolgt meistens Befehle oder Aufgaben, die jemand anderes ihr gibt. Sie lernt zwar auch, aber sie kann nie Gefühle erkennen und wird es auch in Zukunft nicht unbedingt. Da bin ich optimistisch. Ja, gut, also, wir wissen, wie die technische Entwicklung war. Und gut, dann könnte man jetzt wieder auf Schwarmintelligenz und so weiter kommen. Aber ich sehe auch bei Siri oder wie die heißen, du kannst zu Siri sagen, du bist eine doofe Nuss. Sie gibt dir immer eine freundliche Antwort, weil sie aber auch keine Emotionen hat. Ihr ist es egal, was jemand zu ihr sagt. Sie befolgt nur die Befehle. Und so wird es in der nahen Zukunft auch mit Sexrobotern, mit
ja, auch mit in unserer virtuellen Welt wird es genauso sein. Alle Avatare, die da sind, sind nur zu einem Zweck programmiert und entwickelt zur Befriedigung des Betrachters oder des Users. So, jetzt haben wir, glaube ich, schon mal so ein halb Dutzend neuralgische Punkte so berührt. Und ich habe auch mehrfach gemerkt, dass ihr so tief ein- und durchatmen musst. Vielleicht wollt ihr das hier vorne nochmal ausdrücken, was euch da bewegt. Ich würde mich freuen, wenn einer... Bitte sehr. Nur zu. Zwei Fragen. Und wir freuen uns auch immer, wenn die Gäste hier vorne, wir stellen ja die anderen auch vor, sagen, so in etwa aus welchem Orbit sie zu uns sprechen. Aus dem Orbit ITTK, Elektrotechnik, also schon aus dem technischen Orbit, Ingenieur. Mhm. Mhm. Also erstmal die Frage. Ich höre zweimal als These, auch schon in der Einleitung, das wäre eine Sache schon aus der Antike, hätte sich schon lange sozusagen geschichtlich zurückverfolgen lassen. Sex, in dem Fall würde ich nicht sagen mit Maschinen, sondern mit Gegenständen im weitesten Sinne. Das würde ich gerne ein bisschen konkretisiert, weil ich kann mir das gerade nicht vorstellen, wie man in der Antike, also Dildos wird es wahrscheinlich gegeben haben, vermute ich, wie man da Sex mit einem Gegenstand haben könnte. Gibt's okay, Rainer nickte so beglückt, als du anhubst, seine Frage zu formulieren. Ich vermute, da liegt die Antwort. Ich würde die Frage würde ich auch unterschreiben. Und ich würde natürlich differenzieren. Also ich denke, das, was wir, was Sie ansprechen, ist zunächst erstmal auch die Fähigkeit, die wir als Menschen haben, Dinge zu vermenschlichen. Das heißt, wir können uns Gegenstände aneignen. Und ich glaube, was man bei dieser Diskussion unterscheiden muss, ist, fetischisieren wir den Gegenstand und Wie bitte? Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Sozusagen. Das sind zwei verschiedene Dinge, genau. Also auf der einen Seite haben wir sozusagen den sexuellen Fetisch, mit dem wir uns, sage ich mal jetzt, sexuell eine Beziehung eingehen können, indem wir uns sexuell erregen. Also es gibt alles, was man sich sozusagen denken kann. Das, worüber ich in einer weiteren Perspektive nachdenke, sind natürlich Artefakte, zu denen man eine Beziehung eingehen kann. Also eine Beziehung auf einer kommunikativen Ebene. Und das ist ja sozusagen die Perspektive mit der künstlichen Intelligenz. Und das muss man abwarten. Ich glaube, es geht eher auch jetzt bei dieser Frage, wenn ich das richtig verstanden habe, inwieweit sich das nachvollziehen lässt in der Menschheitsgeschichte. Ist natürlich, wir haben literarische Beispiele, wo eben genau diese Menschmaschine, also ne, aus der Romantik, also zum Aufziehen, die Aufziehpuppe oder so. Also es ist eine Fantasie, die schon sehr lange rückverfolgbar ist, irgendwie in der Kulturgeschichte des Menschen. Also dass der Mensch sich eine maschinelle Verwirklichung seiner Fantasien vorstellt. Jetzt frage ich mal wirklich mal konkret nach. Konkrete Beispiele, Antike, Ägypten wurde genannt. Das fällt mir schwer, mir da irgendwas vorzustellen. Sex mit Statuen, Sex mit was, Dildos? Oder gibt es da konkretes? Also ich hab schon so vieles gesehen in den letzten 3 Jahren, wo ich selber schon etwas überrascht gewesen ist. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo, ich sag mal, gewisse Randgruppen auch mit Sex haben können. Nehmen wir die einfache Zucchini, abgeschnitten, ausgehöhlt, schon funktioniert's. Try this at home. Naja, es geht, also Antike fallen mir jetzt keine bildlichen. Ovid, ja, okay. Genau. Genau, ja, das, okay. Der Mythos. Okay. Ja, und die Ägypten natürlich, die also die Hieroglyphen und die Wandmalereien, in denen eben auch sexuelle Handlungen dargestellt werden zwischen Wesen, die Tierelemente enthalten und vielleicht Götter sind oder wie auch immer. Wir interpretieren das natürlich heute. Aber in den Darstellungen finden sich halt solche Beispiele. Also insofern geht das schon, also wir können es sehr weit zurückverfolgen, dass es also irgendetwas gibt, irgendwie, was der Mensch also schon immer dargestellt hat in dieser Richtung. Also wir haben materielle Beispiele, wir haben Beispiele aus der Literatur, also wo es um Fantasieproduktion geht. Frage damit beantwortet? Nein, weil... ich unterscheide durchaus durch reine pornografische Darstellung. Khajuraho zum Beispiel, Indien, wenn da jemand mal da war oder so. Ist egal. Gibt auch sicherlich jede Menge Pornografie in der Antike. Wer sich da so ein bisschen interessiert, da gibt es Beispiele für. Aber es ist ein Unterschied, ob ich sexuell aktiv mit etwas, mit einem Gegenstand, mit einer Maschine, Antike ist das schwer mit Maschinen, also ich sag mal Gegenstand, interagiere oder ob ich passiv mir in irgendeiner Form Pornografie zur Erregung halt konsumiere.
Ich glaube, genauer aufgedröselt als jetzt hier aus dem Publikum und vom Panel beantwortet, kriegen wir das nicht. Aber du hattest noch eine zweite Frage. Ja, ich lasse das jetzt mal so liegen erstmal. Ich finde es interessant, also eher ein Kommentar, beziehungsweise würde mich interessieren, ich habe mich mal so ein bisschen beschäftigt mit, wie ist denn die Kultur so in Japan, in Richtung Sex. Und wenn man da mal so ganz weit nach Osten guckt, könnte man ja sagen, das ist so unsere Zukunft vielleicht, in der Richtung Cybersex, Sex mit Maschinen. Gibt es den sogenannten Begriff des Grasfressers, in Deutsch übersetzt, in Japan. Das sind also mehr oder weniger junge Leute, die durchaus auch schon im sexualfähigen Alter sind, die halt noch nie Sex hatten, mehr oder weniger Jungfrauen sind, aber sozusagen ihre Beziehung oder ihre Sexualität aus entweder virtuellen Charakteren auf dem Handy oder auf dem Computer beziehen und mehr oder weniger sich von der gesamten Gesellschaft abkapseln und sozusagen ihre Beziehung, auch ihre Sexualität halt am Computer virtuell ausleben. Und ein anderes Beispiel, Kuschelcafés, was ich ein bisschen traurig finde, also da geht es gar nicht um Sex, da geht es wirklich nur darum, so ein typisch japanisches Ding, da geht es nur darum, letztendlich, ich sag mal, eine Nähe zu erfahren. Also es geht nicht darum, sich sexuell befriedigen lassen, es geht auch nicht in Richtung Happy End sozusagen, sondern man geht zum Café rein, wird dann von irgendjemandem, sucht sich jemanden aus, der einem sympathisch ist, beziehungsweise wird schon begrüßt. Und dann geht es eigentlich nur noch ums Streicheln sozusagen, so eine Art der Nähe zu erfahren. Mhm. Und das finde ich unheimlich traurig. Wenn man sozusagen nur um Nähe zu erfahren, dann in irgendein Café gehen muss und da Geld bezahlen muss, um sich streicheln zu lassen oder irgendwie das Gefühl zu haben, man hätte sowas wie eine Beziehung oder wie eine, im weitesten Sinne eine intime Beziehung. Okay, es geht nicht um Sex. Da würde ich vielleicht zwei Fragen draus machen. Zum einen die nach der, wir sind tatsächlich, ich glaube, das Stichwort kommt von dir, bei der Beziehungsfähigkeit kleben wir eigentlich. Das ist Wasser auf meinen Mühlen. Genau, also zum einen sind wir dabei aus einer Sache, die bislang aus Sympathie, Zuneigung und beiderseitigem Wohlwollen entsprungen ist, eine Dienstleistung zu machen, wie auch immer die technisch gestützt wird. Und das andere, also das wäre die Frage, seht ihr diese Gefahr? Und die andere Frage, die ich bei dir mal reinlauschen wollen würde, ist die, inwiefern dient das dazu, Theresa sprach das eingangs an in der Einführung, dienen all diese Tools dazu, sich abzukapseln und zu sagen, bleibt ihr mir alle weg, ich habe ja hier irgendwie diese kleine Mini-Manga-Fee, die macht mich total happy. So, dann fängst du vielleicht an mit dem Kapitalismus und der Dienstleistung, Rainer. Naja, einmal ist es ja ein vergleichsweise klares Phänomen, dass das, was Sie gerade zum Schluss beschrieben haben, dass das ein Bedürfnis ist, das sich über Geld realisieren lässt, also als Dienstleistung, als Ware. Das heißt, dieser Bedürfnischarakter ist augenscheinlich gegeben und kann nicht mehr anders abgedeckt werden als über diese Ebene. Die interessante Frage bei Ihrem Beispiel dahinter ist, wie muss man eigentlich diese Entwicklung erklären, die dazu geführt hat, dass sich Jugendliche in einem durchaus beziehungsfähigen Alter in dieser Weise abkapseln. Das ist, Naja, und ich denke, dass wir da eben genau diesen Punkt haben, dass wir dort über eine japanische Kultur sprechen, die ganz andere Grundvoraussetzungen hat als unsere Kultur. Also ich glaube nicht, was ja Sie angedeutet hatten, dass das sozusagen das ist, worauf wir hinsteuern werden. Also das wird jetzt unsere Zukunft sein, dass also auch in Europa irgendwann Verhältnisse wie in Japan herrschen. Das glaube ich nicht. Und wir haben auch Beispiele dafür, dass wir jetzt ja sehen, wir haben ja jetzt schon die ganze das ganze E-Gaming und sowas, wo Jugendliche ja auch drin abtauchen, stundenlang am Tag darin spielen. Aber auch darin ist ja eine Beziehungsebene eingebaut. Also im Sinne von, man trifft sich also kann sich verabreden in diesen Spielmöglichkeiten. Und es hat trotzdem nicht dazu geführt, dass Jugendliche nicht mehr aus dem Haus gehen und nicht mehr miteinander sprechen und keine Beziehungen mehr zueinander eingehen. Sondern das ist etwas, was nebenbei besteht. Also während früher sich vielleicht Leute stundenlang zu Hause eingeschlossen haben und Bücher gelesen haben, wird jetzt eben stundenlang gespielt. Aber am Ende des Tages steht trotzdem noch eine Beziehung zu anderen Menschen da. Also ich glaube nicht, dass diese technischen Möglichkeiten dazu führen werden, dass wir auf reale Interaktionen mit wirklichen Menschen verzichten werden. Dann möchte ich aber natürlich noch einmal, was Tobias auf diese Frage antwortet, ob diese Instrumente, Vorrichtungen, Maschinen dazu dienen, dass wir das mit der Begegnung 1:1 oder mit dem Konstrukt der wahren Liebe einfach künftig bleiben lassen.
Nee, also das sehe ich auch grundsätzlich gar nicht. Also eine normale Beziehung kann kein Computer ersetzen oder keine Maschine oder Ähnliches. Und ich denke mal, da sind wir hier im europäischen Raum auch sehr stark gefestigt. Und die Kultur in Japan oder Asien ist schon eine extremst andere als das, was für uns normal ist. Ich denke mal, das wäre eine eigene Sendung für sich, um rauszufinden, warum die Japaner teilweise doch ganz schön abgedreht sind, was ihre sexuellen Vorstellungen betrifft. Ich würde das jetzt hier auch nicht so lang diskutieren, weil wir selber als Firma haben uns momentan auch gesagt, der japanische Markt ist absolut interessant, aber wenn wir mit unserer Software auch da auftreten wollen, brauchen wir erst jemanden vor Ort, der die Kultur richtig kennt, der weiß, wie die Bevölkerung tickt, was die Menschen wollen. Weil das können wir uns hier zum Teil gar nicht vorstellen, wie Japaner denken und was sie fühlen und wünschen. Tatsächlich würde ich dich gerne, Tobias, aber trotzdem mal fragen. Du sagst, es gibt da sehr abgedrehte Sachen, die seht ihr in dem, was ihr macht, nicht. Trotzdem würde ich bei dir gerne noch mal fragen. Ich meine, wenn wir über sexuelle Fantasien reden, dann sind wir natürlich auch bei Gewaltfantasien. Was ist denn möglich mit den Avataren, die ich da gesehen habe? Gangbang, Vergewaltigung, was ist da an physischer, an sexueller Gewalt drin und machbar? Also erstmal grundsätzlich bestimmen wir natürlich, was in unserer virtuellen Welt passieren kann. Wir distanzieren uns natürlich von Kinderporno, von Tieren oder Sex mit Tieren oder absolut gewaltverherrlichenden Sachen. Absolut, das heißt, es gibt Abstufungen. Es gibt natürlich Abstufungen. Was heißt, ja auch immer ordentlich eine scheuern könnte ich schon. Es kommt darauf an, was der Avatar wünscht. Und was der Avatar wünscht, bestimmt auch die Darstellerin oder der Actor im Vorfelde. Was sie sagt, was darf mein Avatar machen, was darf er nicht. Okay, was ist die maximum brutale Grundeinstellung, die ich wählen kann für einen Avatar? Oder die maximale Maso-Einstellung meinetwegen. Gut, da müssten wir jetzt gucken, in welcher Fetischrichtung wir sind. Weil man erkennt es ja auch, im BDSM werden die Damen gefesselt, werden mit Peitschen oder Gärten. Das ist möglich beispielsweise. Das ist durchaus möglich, auf alle Fälle. Da habe ich mich wiederum gefragt, ich bin nicht Michaela Schäfer, wenn ich es wäre, hätte ich ja wahrscheinlich einen Lizenzvertrag mit euch. Richtig. Habe ich da drin aufgeschrieben, was der User, Kunde, ich weiß gar nicht, wie sagt ihr, freier User, was ist das? User. Ja. Was der mit mir anstellen darf? Ja, definitiv. Also die Darstellerinnen sagen im Vorfeld, was darf der Avatar in der virtuellen Welt machen oder was dürfen die User mit dem Avatar machen, kann man schon so sagen, und was dürfen sie nicht. Weil es gibt durchaus auch, weil wir stellen ja nicht irgendwelche Fantasiefiguren dar, sondern es sind reale Menschen, die es in der Realität auch gibt. Und sie verkörpern auch in der erotischen Welt, also im Porno-Business, eine Figur. Michaela Schäfer stellt eine Figur dar, genauso wie Jessica Drake oder Asa Akira aus Amerika. Und sie geben halt auch vor, was darf der Avatar und was darf er nicht. Und soweit dürfen die User dann auch gehen. Und interessant wäre dann natürlich, ich hoffe, ich hole euch auch wieder mit ins Boot oder schaltet euch ein, wenn ihr denkt, da muss ich jetzt noch dazwischen. Aber natürlich habe ich so einfach viele Sach- und Verständnisfragen. Gibt es sowas wie eine Grenze, die ich überschreiten kann als User? Oder ist das immer in dem zuvor ausgelegten Rahmen? Oder ist ein Regelverstoß denkbar? Also grundsätzlich sind keine Regelverstöße bei uns denkbar, weil wir alles digital vorgeben und die User keine Möglichkeiten haben, eigene Welten zu schaffen oder eigene Sachen mit in die VR-Welt hineinzubringen. Nur das, was wir im Vorfeld vorgeben. Da sind wir jetzt ja, also ich meine, das ist ja jetzt wirklich eine sehr ausgefeilte Form von pornografische Anwendung, die wir da jetzt haben. Also wir sind im Bereich eigentlich der virtuellen Pornografie, in die ich mit meinen Fantasien reingehen kann. Jetzt kamen Sie ja genau auf diesen Punkt, der Unterschied jetzt so einmal pornografisch, das als Anregung zu nehmen und sich möglicherweise dabei selbst zu befriedigen, das also als Triebabfuhr zu nehmen. Die andere Variante ist ja jetzt aber das mit den Robotern. Also ich finde nochmal diesen Schritt jetzt, also ich finde, also diese Variante ist ja im Grunde genommen etwas, also eine technische Weiterentwicklung dessen, was bislang in der Pornografie möglich war, individualisierter, damit vielleicht sogar auch vielleicht noch ein größeres Feld irgendwie an Möglichkeiten als in der Pornografie, wo ich ja immer sehr aufwendig filmen muss und so weiter. Was ist jetzt aber, wenn wir diesen Schritt machen mit den Robotern, wo es dann ja nicht mehr nur um eine sexuelle Fantasie geht und um die Selbstbefriedigung dabei, sondern dann wird es ja ein sexueller Akt, der, also ein Schritt irgendwie... Muss ich gleich den Wissenschaftler fragen, genau, ist das ein sexueller Akt oder ist es
eine Selbstbefriedigung unter Zuhilfenahme eines Instrumentes? Naja, ich denke, das kommt an der, kommt oder hängt von der subjektiven Ebene ab. Also was projiziert der Betreffende in diesen Roboter? Nicht? Es gibt ja diesen Film, der hier auch diskutiert wurde, wo es tatsächlich darum ging, also mit einer, das war jetzt kein Roboter in diesem Sinne, wie man das vielleicht emphatisch denken müsste, also wo es darum ging, eine Beziehung zu führen. Ich zeigte also, wie dieser Betreffende da, dieser Mann mit dieser Puppe durch die amerikanische Landschaft fuhr und dort eine sowas wie eine Beziehung versuchte. Das kann man ja jetzt weiterdenken. Nicht? Also diese Puppe ist also nicht nur eine Puppe, mit der man sich rudimentär unterhalten kann, sondern die künstliche Intelligenz ist auf einem sehr, sehr hohen Niveau und man kann mit ihr auch sexuelle Akte vollziehen. Nicht? Das ist ja jetzt Zukunftsmusik, hängt im Grunde genommen davon ab, wie sich das materiell weiterentwickelt. Also kann man irgendwann auf diese Eisengestelle dahinter verzichten und so weiter und so fort. Also das ist eine Perspektive, von der ich mal denke, das wird sich realisieren lassen. Ob das ein vollwertiger Ersatz sein könnte oder ein Notbehelf, nicht, für denjenigen war das augenscheinlich eine Möglichkeit, ein Problem zu verhandeln. Das wird die Zukunft zeigen. Aber das, also ich glaube, das ist das, warum diese ganze Diskussion um diesen Robosex auch so schwierig ist zu verhandeln, weil wir haben im Moment ja noch den Zeitpunkt, dass im Grunde genommen diese Puppen, die ja schon produziert werden, die man ja schon kaufen kann für viel Geld, eigentlich nichts weiter sind als ein weiterentwickeltes Sextoy. Also die können sich ja noch nicht bewegen, man muss das alles noch bewegen, die können vielleicht was sagen, die können vielleicht auch schon mit den Augen klimpern und reagieren auf, also durch Kameraeinstellungen und sowas auf das Gegenüber. Also da ist schon Interaktion möglich, aber es ist natürlich noch weit entfernt davon, eine wirklich künstliche Intelligenz darzustellen oder ein echter, selbstbewegender Roboter zu sein. Für mich ist die Frage, was passiert, wenn wir da hinkommen und du sagst ja, also bist da sehr optimistisch, dass das nicht mehr allzu lange dauert, dass der Mensch das erfunden hat. Und das glaube ich auch, weil der Mensch eh alles möglich macht, was geht. Also wir werden da hinkommen. Und was ist dann? Also dann haben wir ja dann erhebt sich sozusagen die Sextoy-Puppe von dem Spielzeug und wird zu einem wie auch immer gearteten menschenähnlichen Wesen. So, und dann verlassen wir doch eigentlich die Ebene irgendwie der Pornografie, der sexuellen Fantasie und des Sextoys, oder? Ihr seid jetzt beide in der Welt der Zukunft gleich. Ich würde tatsächlich daran anknüpfen, ein Beispiel bringen, das es schon in der Gegenwart gibt. Ich habe eingangs von Roxy erzählt und die hat verschiedene Schwestern, unter anderem die frigide Farah, die, wenn sie berührt wird, nicht stöhnt, sondern abwehrt. Würde ich sagen, silikongewordene Vergewaltigungsfantasie, oder? Also bei der heißt Nein ja, logischerweise, weil der User wird nicht sagen, oh, die ist gerade nicht in der Stimmung oder so. Also wie problematisch findet ihr das, dass natürlich auch diese Fantasien bedient werden? Offene Frage. Ja. Ach so, nee, eine andere Frage stellen nicht, aber eine Antwort geben schon. Wir können auch tatsächlich... Ja, aber die Idee ist tatsächlich, dass dieser Stuhl auch von anderen Menschen genutzt wird. Ja, ja. Kein Problem, wenn jemand auf die Schulter klopft. Ja, ich weiß gar nicht, ob die Leute das machen, aber du kannst ja deine Frage trotzdem gleich stellen, bitte. Und wäre auch nett, wenn du sagst, aus welcher Richtung und Perspektive du mit dem Thema befasst bist. Ich komme auch aus dem VR und AI, also KI-Bereich. Und wir haben uns auch schon mal Gedanken darüber gemacht, wo die Reise hingeht, in der Erotik, aber auch gesellschaftlich. Und erstmal muss ich sagen, ich fand die Vorführung sehr männlich, aus der männlichen Perspektive. Ich habe mich als Frau nicht angesprochen gefühlt. Ich weiß überhaupt nicht, was meine erste Stufe wäre. Ein Blowjob kommt für mich nicht in Frage. Also da wünsche ich mir mehr Vielfalt und Gewaltfantasien. Da muss ich sagen, die ganze Diskussion ist sehr angstbehaftet und sehr, ja,
in Sorge. Ne? Und wenn man das aber alles mal sehr, sehr positiv und mit Vertrauen betrachtet, kann das auch sehr hilfreich sein, auch für aus dem Bereich der Therapie. Also man kann ja sagen, die Puppe kann zur Vereinsamung führen, aber die künstliche Intelligenz kann auch dazu führen, dass es einem Paar nach 20 Jahren gut geht, ohne eifersüchtig zu sein, zum Beispiel. Oder in Kulturen, wo es Probleme gibt in der Sexualität, man nicht drüber sprechen kann, dass man sich mit der VR-Brille vielleicht alleine damit auseinandersetzen kann. Also ich sehe das viel, viel positiver. Und vielleicht auch, jeder kennt 50 Shades of Grey. Frauen haben manchmal auch härtere Fantasien, aber sie haben viel, viel größere Probleme, damit in ihre Beziehung zu gehen, darüber zu sprechen. Und sie haben das ein bisschen verurteilt. Sie nannten es Gewalt und dann sind sie in den Maso-Bereich gegangen. Es gibt viele Spielereien, die man gar nicht so bewerten sollte, sondern jeder hat seine eigenen Bedürfnisse. Und solange wir sie bewerten, ziehen sich Menschen immer mehr zurück in diese künstliche Intelligenz. Also Gewaltfantasien, was ist das? Das sollten wir uns hier mal fragen. Ne? Was braucht jeder Mensch und ist jeder Mensch in Ordnung, so wie er ist? Oder ist er krank? Dann ist es wieder an Sie, was kann man dagegen tun? Wie weit ist die Forschung und kann man damit auch therapieren? Und vielleicht ist die FDP, ich bin da ganz neutral, gar nicht so fern von diesem Antrag. Das sind jetzt so, danke. Entschuldigung, ich wollte auch nicht so verurteilend oder bewertend klingen. Allerdings muss ich das, glaube ich, jetzt doch versuchen, hintereinander in Fragen zu gießen und würde, sorry, Moderatorinnenkrankheit, doch darauf insistieren, mir nochmal auf die Frage nach der frigiden Fahrer zu antworten. Ich würde sagen, es ist eine Vergewaltigungsfantasie. Ich habe auch kein anderes Wort dafür, leider. Wir müssen uns derer bedienen, die wir kennen. Findet ihr das problematisch? Und dann, promise, geht es tatsächlich gleich mit deinen Fragen weiter. Die frigide Fahrer, was machen wir mit der? Ist okay? Sollen wir da mit Vertrauen rangehen und sagen, hilft einer bestimmten Person? Oder müssen da schon, keine Ahnung, die Juristinnen und Juristen unter euch darüber nachdenken, inwiefern das einen Straftatbestand abbildet? Na, wir müssen, da sind wir jetzt ja wieder bei dieser Diskussion, die wir auch am Anfang der Pornografie hatten. Sprechen wir über sexuelle Fantasien oder sprechen wir über reale, gelebte Gewaltanwendungen? Und wenn ich über eine sexuelle Fantasie spreche, in der es also auch um ein Verhandeln natürlich von Umsetzung von sexuellen Fantasien geht, dann kann ich auch eine Vergewaltigungsszene inszenieren und sie spielen. Und das ist ja letztlich das, was in der Pornografie ja auch gemacht wird. Also die zeigen zum Teil ja Vergewaltigungsfantasien. Und das sind aber natürlich Inszenierungen. Da wird ja nicht, also es wird so getan, als würde da wirklich jemand vergewaltigt. Und es ist keine wirkliche Vergewaltigung. Und es gibt bislang keinerlei Hinweise darauf, dass also jemand also sich so etwas anguckt und danach auf die Straße geht und eine Frau vergewaltigt, es sei denn, es ist schon eine krankhafte Disposition da, dann kann sowas ein Auslöser sein. Aber ein Mensch, der normal in Anführungsstrichen, also eine nicht fehlgeleitete, sexualisierte Entwicklung durchgemacht hat, überschreitet diese Grenzen nicht. Also wir wissen ja alle, wir kennen die Werte und Normen irgendwie unserer Gesellschaft, in der wir leben. Und natürlich gibt es Grenzverletzungen. Und dann sind wir aber im Bereich einer realen Gewaltanwendung, die geahndet werden muss. Wenn ich jetzt also mit einer Puppe eine Fantasie spiele und also so tue, als würde ich mich jetzt meinetwegen von einer männlichen Puppe vergewaltigen lassen oder ich vergewaltige die männliche Puppe oder wie auch immer, dann bin ich in einer sexuellen Spielart, von der ich jetzt nicht wüsste, warum die irgendwelche rechtlichen Konsequenzen haben sollte. Du wolltest noch reagieren, glaube ich, oder? Zumindest das. Ja, im Endeffekt sehe ich das ähnlich oder genauso, weil man, wenn wir das jetzt mal nicht nur das Thema Sexualität nehmen, sondern auch die gesamten Shooter-Games, die es tausendfach gibt, dort laufen auch die User rum und ballern sich gegenseitig ab. Ist das denn auch schon eine Straftat oder nicht? Sie gehen ja auch nicht auf die Straße und setzen das dann um. Ne? Auch wenn es manchmal gesagt wird, dass diese ganzen... Okay, Thema des nächsten oder übernächsten digitalen Salons. Dann waren in der Frage noch oder in dem Beitrag noch ganz viele Aspekte, die ich dann an dich weitergeben würde, Rainer. Nämlich die nach, welche Rolle spielt Vertrauen? Wir sind wieder beim Oberthema Beziehungsfähigkeit. Und welche Rolle spielen
vielleicht solche Avatare, Puppen, was auch immer im Bereich der Therapie? Gibt es da tatsächlich Befunde? Gibt es da vielleicht tatsächlich schon Studien? Also da muss ich, was die Befunde und Studien betrifft, muss ich erstmal passen. Das weiß ich schlichtweg nicht. Ich halte das für eine doppelbödige Geschichte. Auf der einen Seite ist ja, also ist mein Ansatz, dass ich mir sage, was passiert, wenn ich von diesen Phänomenen her einen Blick auf die Gesellschaft richte? Sozusagen nicht davon ausgehe, das, was da zu therapieren wäre, ist sozusagen Normalität, sondern ich muss mir ja die Frage stellen, wo kommt das her? Das heißt also, ich kann auf der einen Seite, besteht natürlich die Notwendigkeit, dass ich da therapeutisch tätig werden muss, aber ich muss im Blick haben, dass das, was dort zu therapieren ist, irgendwelche Ursachen hat, die letztendlich auch gesellschaftlich bedingt sein können. Also das ist zumindest ein Anspruch, den ich immer wieder also stark machen würde. Aber ich habe es nicht verstanden, ehrlich gesagt, was das bedeutet. Na, also es bedeutet... du kannst ja nicht, das sitzt nicht die Gesellschaft dann beim Arzt im Behandlungszimmer, sondern die einzelne Person. Es sitzt die konkrete Person. Ja. Aber die konkrete Person ist natürlich nicht etwas gesellschaftlich Losgelöstes, sondern es hat eine konkrete gesellschaftliche Verankerung. Also ich kann es ja mal mit der sechsten Feuerbach-These einfach umformulieren. Ja. Die sechste Feuerbach-These kommt jetzt bestimmt, oder? Ich habe leider auch einen philosophischen Hintergrund. Die sechste Feuerbach-These sagt schlichtweg, das menschliche Wesen ist kein Abstraktum, sondern ist das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse. Das kann man umformulieren und kann sagen, Sexualität ist nichts Abstraktes, ist nichts per se Naturgegebenes, sondern es resultiert aus den gesellschaftlichen Verhältnissen. Das und heißt, daraus höre ich jetzt, worüber, wünscht ihr eine Studie, die erforscht, ob beispielsweise Puppen, Sexroboter für bestimmte Menschen mit bestimmten, ich sag mal, Diagnosen hilfreich sein könnten oder nicht? Also, ja, das, was pathologisch ist oder was wir als zu therapieren ansehen, ändert sich mit den gesellschaftlichen Bedingungen. Das ist ja auch etwas, was wir ja schon sehr lange gesehen haben. Also, was weiß ich mal, wegen Analverkehr oder Oralverkehr oder sowas war lange Zeit, also geächtet war nicht erlaubt, außerehelicher Verkehr, was auch immer. Also es gibt ja sehr viele sexuelle Spielarten, die also sogar unter Strafe standen. Also nehmen wir mal den homosexuellen Paragraphen noch mal ganz schlimm dazu. Und das ändert sich, also mit der gesellschaftlichen Entwicklung. Wir haben eine Entpathologisierung, genau, der sexuellen Verhaltensweisen. Ja, klar, das ist der Befund. Aber die Frage, die ich rausgehorcht habe, ist, würdet ihr es begrüßen? Also ich nehme ein ähnlich geartetes, aber anderes Beispiel. Ja. Wir hatten hier zum Beispiel auch mal einen digitalen Salon zum Thema Pflege. Auch da geht es um Beziehungen, um Nähe zwischen Menschen. Und eine Frau hatte nicht Paro, diese Robbe, mitgebracht, ja, sondern eine Katze, die schnurrt und wohlig laut gibt, wenn man sie streichelt. Und der Erfahrungsbericht war ja tatsächlich, in Altersheimen oder bei dementen Personen löst das ein großes Wohlempfinden aus. Die fühlen sich einfach wohl mit dem Tier, ohne die negativen Begleiterscheinungen zu haben, die man mit so einem Tier auch hat, um das man sich kümmern muss. Würdet ihr, also schon klar, dass sich gesellschaftliche Befunde, das ist normal, das ist krank, ändern, aber würdet ihr sagen, dass zum Beispiel in dem Beispiel des Mannes, der sich selbst beziehungsunfähig findet oder extrem gehemmt ist, wenn es darum geht, auf eine Frau zuzugehen, dass dem so eine Frau auf Rezept, also so eine Roboterfrau, helfen würde? Na, wir haben ja eher andere Beispiele, also wenn Sie jetzt die Altenheime angesprochen haben. Also ich finde, wir können ja mal auf einer ganz anderen Ebene anfangen. Also großes Tabuthema, Sexualität in Altenheimen, die nicht gelebt werden kann, dadurch hohe Aggressivitätspotenziale, Ruhigstellung durch Psychopharmaka.
All diese Dinge könnte man eventuell lösen, wenn jetzt zum Beispiel solche Roboter eingesetzt werden könnten, die eben solch eine Interaktion, also auch zur sexuellen Befriedigung, übernehmen könnten für männliche, weibliche Insassen von Altenheimen. Also wir können in therapeutischen Dimensionen denken. Das heißt, das war ja auch das, was Sie meinten, also dass man nicht immer nur die Gefahr sehen muss, dass es irgendwelche negativen Auswirkungen auf Beziehungen haben könnte, sondern wie kann ich solche technischen Neuerungen auch positiv nutzen, um Bedarf, also um, ja, um Bedürfnisse eigentlich zu befriedigen. Und das kann natürlich dann auch, ne, wie wir es eben hatten, Nähe sein, die auch durch einen Roboter hergestellt werden kann. Und ich meine, das machen wir ja auch heute schon. Also einsame Menschen, die sich einen Hund halten und eine Beziehung mit dem Hund haben. Also würde keiner verwerflich finden, dass die Beziehung zu einem Tier da ist und nicht zu einem Menschen. Und warum soll dann nicht auch ein Roboter solch eine Position einnehmen können? Also es muss nicht, es muss keine Gefahr irgendwie für unseren gesellschaftlichen Frieden darstellen. Da geht ihr mit, dennoch, oder? So deutlich. Dennoch würde ich fragen, was wirft das für einen Blick auf die Gesellschaft, wenn diese Lösungen existieren? Mikro gerne ein bisschen. Also, ja, also es geht ja im Grunde genommen, muss man doch die Frage aufwerfen, Problem Altersheim, lässt sich das anders lösen? Brauchen wir da oder müssen wir da auf technische Lösungen zurückgreifen oder kann man das nicht mehr auf der menschlichen Ebene? Ja gut, dann haben wir auf der menschlichen Ebene wieder Prostitution, die wir dort also einsetzen müssen. Sondern das gibt dort oder die Pflegekräfte, die sich antatschen lassen müssen. Aus der Schweiz gibt es ein Beispiel, das ist sozusagen einen spezialisierten Umgang auf einer erotisch-sexuellen Ebene mit älteren Menschen gibt. Das ist eine völlig, ja, völlig normale, inzwischen normale Sache, die natürlich Befremden auslöst, aber die meines Erachtens die bessere Variante ist als eine schnurrende Katze, also die als ein technischer Artefakt. Wenn ich da nur ganz kurz eingreifen darf, ja, nicht nur in der Schweiz, es gibt es auch Professionelle in Deutschland, genau, die sich auf ältere Menschen einlassen und auch speziell dafür ihre Dienste anbieten. Ich glaube eher, das Problem ist von der Gesellschaft her, dass man Sex im Alter auch akzeptiert und respektiert. Richtig. Und das sollten sie eigentlich auch im Altersheim zulassen, die Beziehung untereinander. Und selbst das wird ja oft unterdrückt oder verboten oder, wie du ja sagtest, ruhig gestellt. Ja, dann aber jetzt bitte hier vorne in voller Schönheit, bitteschön. Jetzt reden wir wieder von Sexarbeiterinnen für männliche ältere Herren. Nein, allgemein. Auch Sexarbeiter. Ja? Nein, das. Gut, ich will auf was anderes hinaus. Wo bleiben denn die älteren Frauen, die auch eine sexuelle Bedürfnisse haben, aber sich einfach nicht mehr attraktiv fühlen, um etwas einzugehen? Die könnten sich genauso gut in ihre Privatsphäre zurückziehen. Und das ist kein Verlust in unserer Gesellschaft. Das kann einfach auch etwas Privates sein, was man mit sich selber ausmacht und sich vielleicht auch noch gut fühlt, weil man Komplimente bekommt. Kann wieder sein, dass man sich auf neue Beziehungen einlässt, weil man sich besser fühlt. Also ich sehe das alles. Wer macht die Komplimente? Der Roboter? Oder? Ich sehe das mehr in VR zum Beispiel, also dass man da auch sich in Welten hineinbegibt und vielleicht auch jemand Attraktiveres sieht, der 20 Jahre jünger ist, wenn das die Fantasie ist und sich an alte Zeiten erinnert. Da gibt es auch philosophische Ansätze. Ich glaube, Amerie war das, der sagte, 70-jährige Frauen sehen sich nicht selbst als 70-jährige Frauen, sondern immer noch in ihren 36. Und warum soll man sich nicht in diese Welten hineinbegeben? Das ist, glaube ich, eine Frage wirklich an Tobias, weil du ja vorhin auch den Mangel an weiblicher Perspektive beklagt hast, angesichts dessen, was du gesehen hast. Tatsächlich ist das ja ein super Geschäftsmodell in einer Gesellschaft im demografischen Wandel. Also grundsätzlich deine Kritik, hundertprozentig stimme ich dir zu. Feedback, keine Kritik. Oder Feedback, ja. Also wir sehen es genauso. Momentan sind wir aber auch ein wirtschaftliches Unternehmen und haben die Zielgruppen analysiert und sehen, dass wir den meisten Erfolg erstmal bei den Männern erreichen werden, definitiv. Aber wir haben auch meistens den Spielcomputer und die Brillen. Ne? Genau. Es gibt ja schon die technischen Voraussetzungen, die da sein müssen. Aber wir vergessen die Frauen natürlich nicht. Unser Ansatz ist, neue Möglichkeiten für alle
alle Teilnehmer zu schaffen. Moment, da muss ich aber leider jetzt reingrätschen und auch noch von dir einen Satz vortragen, den du uns vollendet hast. Ich würde mir wünschen, dass wir in der Diskussion über diese Themen, Tobias sagt, sachlich, objektiv und offen reden und Feminismus außen vor lassen. Wieso sollten wir das tun? War uns rätselhaft. Das war euch rätselhaft. Gut, ja. Das war auch ein bisschen sarkastisch gemeint, aber grundsätzlich möchte ich eigentlich in dem Thema nicht nur sagen, dass die Männer sexuelle Fantasien haben, das haben die Frauen genauso, die befriedigt werden wollen. Und in der aktuellen Gesellschaft kommt es ja auch mittlerweile an, dass Frauen auch dazu stehen, dass sie sich Pornos anschauen. Es gibt ja auch spezielle Internetseiten, wo wirklich Frauenpornos sind. Die sind halt auch anders aufgebaut. Wie du ja auch schon gesagt hattest, die Stimulation ist dort auf anderer Ebene als bei Mann. Es ist logisch. Und das meine ich eher damit, sondern dass wir uns da gleichberechtigt sehen. Frauen stehen genauso auch auf, haben teilweise auch dominante Fantasien und möchten Männer unterdrücken. Ob das jetzt sträflich ist oder nicht, keine Ahnung, das können wir ein anderes Mal diskutieren. Aber das gehört genauso dazu, dass jeder seine Fantasien ausleben darf. Und dazu bieten halt die neuen Technologien, VR, Sexpuppen oder Ähnliches, die Möglichkeiten. Aber ein Punkt, den du auch noch gesagt hattest, gerade zu dem Bereich Alters- oder Randgruppen. Wir haben unsere Software auch auf der AVN in Las Vegas schon mal präsentiert. Das ist die größte Erotikmesse dort. Und wir hatten überraschend auch viel Zuspruch von behinderten Menschen, die mit dem Rollstuhl angekommen sind, haben sich die Brille aufgesetzt und haben gesagt, genau das wollen wir haben, das brauchen wir. Und auch diese Zielgruppen haben wir dann natürlich gesehen, okay, dürfen wir nicht außen vor lassen. Momentan müssen wir erstmal noch ein bisschen Geld verdienen, weil wir 3 Jahre schon sehr viel investiert haben in die ganze Technologie. Aber wir haben ganz viele Konzepte und Ideen, die wir auch gerne noch umsetzen wollen. Und da könnte man genauso sagen, ach, wie traurig ist das denn, dass jetzt Behinderte zur künstlichen Intelligenz zurückgreifen müssen. Aber du wolltest doch nicht so defizitorientiert sein. Genau, ich sehe es wieder positiv, wie toll ist das denn, dass sie auch Teilhabe haben, ne, an ihren Bedürfnissen. Und Rainer, gehst du mit? Weil bei dir habe ich das Gefühl, dass mit der Teilhabe ist für dich ein zweischneidiges Schwert. Naja, ich würde es gern auf einer menschlichen Ebene lösen, aber ich... Aber Sie haben ja gerade zwischen Beziehung, Lust und Biologie unterschieden und wir sind ja auf der Lustebene. Ich habe ja nichts gegen die Lustebene. Also das ist nicht sozusagen, puh, das ist nicht die Front, an der ich mich abarbeiten würde. Die Frage ist eben, ist die Lustebene das Letzte? Geht es nur um die Befriedigung von Lust oder, ja, und wenn ich jetzt, wenn ich sozusagen auf dieser Ebene diskutiere und die Beziehungsebene oder das, was ich jetzt als Beziehungsebene bezeichnen würde, weglasse, dann muss ich auch über die Defizite reden. Ja. Also die Frage, die, oder sagen wir, das ist aus einer sexualmedizinischen Perspektive insofern relevant, weil sich ein Großteil des Störungsspektrums nur auf einer Beziehungsebene überhaupt erstmal denken lässt und feststellen lässt und möglicherweise auch therapieren lässt. Ja, aber da ist man ja schon einen Schritt weiter, dass man also quasi ein Problemfeld schon verstanden hat, was dann möglicherweise therapierbar ist. Aber der Punkt ist doch auch, dass es auch um eine Form geht, sich selbst vielleicht auch erkunden zu können. Und dass letztlich also die Pornografie, die jetzt ja auch eine ganz große Erweiterung ja in den letzten Jahren erfahren hat, also mit einer queeren, auch natürlich lesbisch-schwule Pornografie, die schon sehr lange existiert, aber eben jetzt auch immer bunter, immer vielfältiger wird und da eben auch eine ganz große Chance bietet, sich zu erkunden, einfach mal zu gucken, welche Möglichkeiten habe ich, wie funktioniere ich, was turnt mich an, wie möchte ich überhaupt Sexualität haben, was für Spektren habe ich eigentlich in mir drin? Und ich kann mir eben vorstellen, dass also auch diese virtuellen Möglichkeiten solche Chancen bieten, also mich auch noch mal anders erleben zu können, Dinge vielleicht ausprobieren zu können, die ich mir im wahren Leben niemals trauen würde, die ich auch nicht machen möchte, die mir aber eine Perspektive für mich geben, also meine sexuellen Fantasien und meine Erotik vielleicht nochmal auf eine andere Weise kennenzulernen. Und das kann ich mir eben wiederum vorstellen, ist eben auch noch eine positive Erweiterung und auch dann wieder eine Entpathologisierung, die da stattfinden kann. Auch da
Fragezeichen einbauen und sagen, zumindest muss man die Frage stellen, woher kommt dieses Bedürfnis, diesen expliziten Zugang zu seinen sexuellen Bedürfnissen haben zu wollen. Hat das etwas damit zu tun, dass ich als, sagen wir das, zu meinem Selbstverständnis als neoliberalem Subjekt nicht nur gehört, dass ich meine Sexiness, also meine Fähigkeit, den anderen zu sexualisieren, beherrschen muss, sondern dass ich auch in der Lage sein muss, meine eigene Sexualität zu managen. Nicht, also ist das nicht ein Fitnessprogramm, dem ich mich da in einer gewissen Weise blind unterwerfe? Okay, ich glaube, da haben wir sehr schön das halb volle und das halb leere Glas gesehen und vernommen. Und wir könnten noch lange weiter diskutieren. Tatsächlich habe ich jede Menge Sachen auf dem Zettel, die ich jetzt noch gar nicht gefragt habe. Da mir aber Florian schon zeigte, 5 Minuten, dann soll ich den Sack zumachen, möchte ich noch einmal fragen, ob es Fragen gibt. Eine sehe ich. Und wenn es weitere gibt, wäre das jetzt wirklich die letzte Gelegenheit. Und dort gibt es noch eine. So, bitte, vielleicht sammeln wir die einfach hintereinander weg und gucken, zu wem sie am besten passen. Bitte schön. Weil mir das ein wichtiges Thema oder eine Zentralfrage zu sein scheint. Henne- und Ei-Prinzip. Sexuelle Fantasien, Kopfkino gibt es schon ewig, gibt es sicherlich auch in der Antike, das Thema hatten wir auch schon. Die Frage ist, was ist zuerst da, wie beeinflusst sich das gegenseitig? Sprich, werden sexuelle Bedürfnisse, sexuelle Spielarten provoziert durch Pornografie, durch virtuelle Sexualität, durch Robotersexualität? Also wie funktioniert das sozusagen? Oder? Also wenn ich da vielleicht ganz kurz drauf antworten kann, wir entwickeln keine neuen Fantasien oder bieten ganz neue Möglichkeiten des Sex an, sondern wir bieten das an, was der Mensch schon immer haben wollte, bloß in einer ganz anderen Art und Weise. Genau. Ja, also und haben wollte. Nein, aber die Pornodarstellung auch wirklich über die Antike schon. Bis heute bewegt sich doch in den normalen Spielarten der menschlichen Möglichkeiten. Also viel mehr ist da nicht. Und wenn man also Pornografie analysiert, gibt es einfach ein paar grundsätzliche, also ne, von Blowjob über 69, über Anal, da sind einfach menschliche Grenzen gesetzt, irgendwie die auch determinieren, was an sexuellen Fantasien irgendwie da ist. Also ich glaube, das ist sehr viel weniger dramatisch, als man das immer denkt. Also es bedingt sich gegenseitig. Ich glaube, der Frage nach Henne und Ei inhärent ist, dass die nie richtig beantwortet wurde. Es sei denn, Rainer sagt jetzt, womit ging es los? Ei oder Henne mit Sex oder Fantasie? So würde ich die Frage nicht anordnen. Sie? Genau. Okay, sie ist immanent, haben wir einen Merksatz für heute Abend, aber auch noch eine Frage, bitteschön. Gerne, vielleicht da als Anmerkung noch, genau, weil ja auch Foucaults viertes Band dabei war, der sich ja viel mit Macht, Sexualität und auch was entsteht, wie entsteht Norm, platzt jetzt. Nur, falls es Sie interessiert, ich fand das sehr, sehr aufschlussreich, da nochmal reinzugehen. Und dieses Jahr gibt es da auch besonders viel dazu. Aber zu der Frage, die mich spezifisch interessiert, weil es ja schon um die Sexualität in zukünftigen Technologien geht und das zumindest aus meiner Perspektive oder das, was mein Status quo ist, ja schon auch das ist, was dem Porn so ein bisschen widerfahren ist, dass es dann eine gecastete sogenannte Normalität gab, die einfach zugänglicher war. Nicht, dass es nicht auch eine Vielfalt im Porn gibt und ja auch die feministischen Bewegungen ganz unterschiedliche Perspektiven hatten, auch wieder Riesenthema, aber was meine Wahrnehmung wäre, ist, dass genau VR dem jetzt auch quasi entgegensteht, eine Norm zu kreieren, die erstmal auf etwas aufbaut, das irgendwie zugänglich ist. Egal, ob es jetzt weibliche Fantasien sind oder männliche, sondern eher ein Verengen der Möglichkeiten und ein Bedienen von dem, was wir denken, was Norm ist, was dann wieder zurückechot in das, wie wir Sexualität tatsächlich erleben. Das heißt, meine Frage wäre, gibt es etwas, was momentan tatsächlich eben nicht wie von euch gerade gemacht, eigentlich, ich würde sagen, jetzt doch so, wenn ich zumindest den Film mir angeguckt habe, doch sehr klassisch Porn ist, gibt es da tatsächlich etwas, wo man eher sagt, man hat jetzt ein VR-Angebot, wo man zum Beispiel auf eine Interaktion geht, wo vielleicht die Puppe tatsächlich zurückfragt oder die, wie auch immer, die, das Virtuelle, worauf man denn Lust hat. Also da, wo man eigentlich sagt, okay, jetzt kommen wir in Richtung Beziehung und in eine Interaktion, die vielleicht eine Sexualität ist, die nicht auf ein reines whatever, ja, letztendlich auf ein Happy End oder wo auch immer man dahin will. Also gibt es da momentan schon Projekte, die da etwas erproben, was vielleicht nicht ganz der klassische Porn
Also der Blick ins Labor im Grunde, ne, wird von dir erbeten. Weißt du da was, woran getüftelt wird? Also es wird, glaube ich, an ganz, ganz vielen Sachen getüftelt. Also was wir entwickeln, ist schon Interaktion. Also man hat mit den Avataren direkte Interaktion, wenn man sie am Arm fest oder am Kopf streichelt, den Kopf bewegt. Das funktioniert ja alles schon. Auch wird es eine gewisse Kommunikation mit dem Avatar geben, aber im begrenzten Rahmen hinsichtlich auf die Zielführung des Happy Ends, wie ich so schön sage. Aber da sind wir zusammen, aber da sind wir hier in dem Thema Kapitalismuskritik. Natürlich ist ja, wenn ihr sagt, ihr wollt Geld verdienen damit, natürlich, es muss, ne, so, also guckt man sich den größten Markt an und der wird bedient und der ist dann eben also ein Mainstream-Angebot. So, und das Gleiche haben wir ja in der Pornografie, die also eben ewig lange dieses Mainstream-Angebot geliefert hat. Und dann haben sich aber andere Märkte herausgebildet, die eben auch gefordert haben, also dass sie auch bedient werden und dass sich damit eben auch Geld verdienen lässt. Und ich denke, dieser Entwicklungsschritt wird wahrscheinlich hier ein ähnlicher sein. Also dass erstmal der Mainstream bedient wird und dann kommen die ganzen Nischenprodukte irgendwie, die dann eben auch in andere Richtungen gehen. Aber damit die bedient werden, muss der Markt das fordern sozusagen. So, jetzt, bevor ich richtig Schimpfe kriege, würde ich eine letzte Frage gerne an euch richten. Bitte um eine kurze, gern binäre Antwort. Der US-Computerwissenschaftler David Levy sagt, Menschen werden künftig nicht nur mit Maschinen Sex haben, sondern sie lieben. Da sind wir nochmal in einer anderen Kulturform sozusagen. Spätestens 2050 werden Mensch-Maschinen-Beziehungen üblich sein. Ist es richtig? Frage ich euch alle, die ihr hier sitzt, und mir reicht ein Ja oder Nein? Nein. Also persönlich sehe ich es auch nicht so. Nein. Ich halte es für vorstellbar. Okay, zweimal Ja, zweimal Nein. Jetzt liegt es an euch. Vielen Dank für die Diskussion hier vorne und Entschuldigung, dass ich, glaube ich, bei weitem nicht die Aspekte, die wir vorher so im Hausaufgabenheft hatten, hier auch nur angesprochen habe, weil wir noch an ganz anderen Baustellen waren. Vielen Dank euch fürs Diskutieren und vielen Dank euch fürs Mitdiskutieren und fürs Zuhören. Ich würde euch gerne noch so ein Gedankenexperiment mit nach Hause geben für den Weg jetzt. Kommt von dem Maschinenethiker Oliver Bendel. Stellt euch vor, ihr seid auf einer Insel gestrandet. Außer euch sind noch zwei Wesen dabei. Eures bevorzugten Geschlechtes. Das eine ist ein Mensch und das andere ist eine Maschine. Wem wendet ihr euch zu, wenn es um Sex geht? Und jetzt die fiese Fußnote, der Mensch ist gar nicht so wahnsinnig attraktiv. So, darüber könnt ihr nachdenken, während ihr nach Hause geht. Und ihr müsst das Bild auch nicht überstrapazieren, weil man kommt dann sofort auf die Einwände, die in diesem Gedankenexperiment irgendwie schon drin liegen. Vielen Dank euch. Wir reden das nächste Mal auch über Beziehungen am 30. Oktober. Da sprechen wir über Social Scoring und logisch, da sind wir wieder auf der Beziehungsebene. Vielen Dank euch. Und vielen Dank euch.